Achso, den nehme ich mit. Die werfen Granaten auf meinen Freund. Oder Bomben oder was auch immer. Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Aber er macht halt nichts. Aber passt schon. Weil ich halt nicht angegriffen wurde. Ja, ja. Aber hey, sie greifen wenigstens den an, nicht uns. Ja. Aber jetzt macht er was. Ja, weil er selbst angegriffen wird. Nö, das Ignor hat er eben auch noch ignoriert. Nee, stimmt. Ja, stimmt. Das. Dann weiß ich auch nicht, oder vielleicht, weil der Gegner dicht genug dran ist, oder was weiß ich. Hey, jetzt macht deiner auch mal was. Oh Mann, er ist tot. Das ist doch gut, haben wir eine doppelte Chance, sozusagen. Ja. Dass wir sicher bleiben. Wenn der eine fällt, kann der andere noch schnell so. Mhm. Schaden macht er nicht wirklich, aber hey. Muss er auch nicht. Nee. Und Schaden machst du? Nein. Meine Ausrüstung ist weg. Ich mach keinen Schaden mehr. Plus 6000 ja. Noch irgendwas Gold. Großartig. Hä? Hallo, kleine Kiste. So, mal einen neuen beschwören. Ich glaube, da ist irgendwas mit dem Champion, habe ich da gerade gelesen. Hallo, schießt du mal? So, was kommt denn jetzt angeflogen? So, meinem Freund geht's nicht so gut. Er wird auch nicht geheilt. Ja, weil. Gegnerische Leiste hat dein Freund die Leiste also überdeckt, sozusagen. Was ist denn jetzt der Goblin, den ich eben angegriffen habe, da? Soll das vielleicht mal weggehen? Ich wollte gerade einen neuen Freund machen. Vielleicht solltest du nicht gerade, wenn du getötet wirst, Naja. Ich kann ja meine Ausrüstung wiederholen. Verdienst du gar nicht, wie ich finde. Kein Problem. Ist das jetzt auf einmal geheilt? Achso, ist er gar nichts. Nur der Falsche. Schieß von hier auf ihn. Wie viel Gesundheit hast du? Voll. Ja, ich meine, in Zahlen. Ich hab keine Ahnung. Gesundheit. 320. 320? Ja. Ich hab 250. Hallo, beschwörst du jetzt endlich mal einen neuen Freund? Danke. Legst dich ja wacker. Mach mein Freund. Ist das meine? Nee, glaub nicht. Das ist meine. Jetzt stehen da zwei Leute. Lustig, die hängen da an der Brücke, finde ich gut. Ja, ich sehe es gerade. Die hängen da so ein bisschen an der Kiste auf. Ne? Welche Kiste? Ich habe schon weggesprengt. Aber bei mir sind da noch Kisten. Okay. Also. Das macht die Sache einfacher. Heil mal, mein Freund. Muss ich weiter vorgehen? Ich beschwöre mal einen neuen. Wer ist das? Mensch. Hey, dein Freund geht auch vor. Ja, weil ich auch gerade ein bisschen vorgegangen bin. Ich glaube, wenn Gegner in Reichweite kommen, so ein bisschen. Problem ist, ich kann meinen Freund von hier nicht so wirklich an. Ah, doch, so geht's. Hm. Geht. Es ist so warm, mein Ohrenschmalz wird schon flüssig. Kannst du es ja nachher trinken, oder? Ich
poliere damit immer meine Möbel. Geht natürlich auch. Ich krieg ihn nicht richtig ins Visier, mein Freund. Wenn du genug hast, kannst du auch zum Braten verwenden. Nein, ich brate ohne Fett. Ach so. Ich will jetzt so ein bisschen abnehmen. Ich brate allgemein ohne Öl oder Fett. Ich weiß auch nicht warum. Da immer alle Leute so Fett reinschütten wollen. Geht das überhaupt? Was? Ohne Fett braten? Warum nicht? Du brauchst nicht irgendwie eine Flüssigkeit da drin? Nö. So, jetzt mit Wasser. Nö, ich werf das einfach in die Pfanne und dann mach ich's heiß. Brennt das da nicht an? Nicht, wenn du es wendest. Okay. Wenn du natürlich weggehen willst, ist das eher schlecht. Der da hängt an deinem Grabstein fest, glaube ich. Lass ihn mal. Mal abgesehen davon schmeckt Pizza mit Öl wahrscheinlich eh scheiße. Pizza muss ich auch backen. Ich habe keinen Backofen und auch keine Mikrowelle, deswegen mache ich das in der Pfanne. Also die Pizza. Ich muss vorhin nur wegen auftauen lassen, weil sonst passt sie nicht in die Pfanne. Also zumindest nicht in die ich habe. Oder du brauchst eine größere. Ja, aber ich will kein Geld ausgeben für eine größere. So. Ich mache auch Kroketten in der Pfanne. Sehen dann zwar immer so ein klein bisschen schwarz aus auf der einen Seite, aber hey. Ja, man kann sie zwar wenden, so, aber. Schwierig. Nicht schwierig, aber das Problem ist halt. Irgendwo ist es immer so eine leichte schwarze Streifen. Mhm. Naja. Wie in deiner Unterhose. Nein, die ist braun. Darum kaufe ich mir auch immer braune Unterhosen, damit das nicht auffällt. Meine Unterhose ist vorne gelb und hinten braun. Als ich sie gekauft habe, war es andersrum. Ja. Jetzt gehst du mal weg. Ja, wie, es macht ja nicht so viel Schaden. Ist ja auch nur Stufe 14. Ja, fast schon Stufe 16. Ja. Am Anfang haben die Levels irgendwie länger gedauert. Ja, vorhin haben wir ganz gut Erfahrung bekommen. Ach, was heil dich denn noch? Noch einen neuen. Ja, halt, da ist Nebenquest gleich zu Ende. Aber ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück weiter. Kann ich den mitnehmen? Ist schön, wie ich den einen Gegner schon gar nicht richtig sehe. Aber egal. Was spielen wir überhaupt danach? Gestern. Wir haben es ja jetzt fast schon durch. Ich glaube nicht. Naja, wir sind immer noch im ersten Gebiet, effektiv gesehen, mit der Hauptquest. Heil mich doch. Ich wollte einen neuen Freund machen. Du sollst keinen Freund beschwören, wenn meine Freunde tot sind und ich auch fast. Aber theoretisch könnte ich alleine weiterkämpfen. Mein auf Freund macht ja Schaden. Ja, wie viel denn? Zwei? Ja. Packst nicht mal deine Unterhose aus, vielleicht wird's damit ja besser. Folgen die mich noch? Nee. Ich hoffe's doch. Mögen sie dich niederschlagen. Und die Haut abziehen. Kann man sowas überleben, wenn man die Haut abgezogen bekommt? Interessante Frage. Eher nicht. Würde ich jetzt spontan aussagen, aber. Es muss ja irgendwie gebunden werden, das Blut. Oh, es stehen Kisten auch wieder da, aber ich kann sie nicht anvisieren.
Das Blut ist, glaube ich, weniger das Problem. Ja. Ja, hast du toll, hast du die hergelockt. Großartig. Jetzt lockst du mal wieder weg. Ja, wie denn? Du hast sie hergelockt, lockst wieder weg. So, was lege ich denn für eine Waffe an? Nehmen wir die. Ich muss mit der scheiß Armbrust ewig nah ran. Ich mach nicht mal richtig Schaden dafür dann. Mein Grabstein da unten, Waffe wieder ablegen, bitte. Jetzt ist mein Inventar voll. Der kann das nicht direkt anlegen. Hallo, du sollst das anlegen. So, wie denn jetzt da zwei Banner? Was? Was? Jetzt ist es verschwunden. Du stehst im Weg mit deinem fetten Arsch. Entschuldigung. Hä? Ich habe hier einen Banner im Inventar, der keinerlei Werte hat. Und ich kann ihn nicht wegwerfen oder sonst was. Verkaufen? Großartig, ich kann ihn auch anlegen. Ich. Ja, dann. Okay, was auch immer da jetzt schon wieder gepackt ist. So, weiter geht's. Warum zur... Ah! Ich will dich nicht anvisieren und zu dir laufen. Spinnst wohl, Spiel. Ich sehe die Gegner nicht mal richtig in dem Wasser. Halt's den falschen Pfosten. Ich sehe schon. Ich sehe die Gegner nicht mal. Die sind vom Wasser irgendwie verdeckt. Da Fuchs. Die stecken irgendwie im Sumpf, ne? Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade falsch läuft. Ich sehe einen Schatten und gelegentlich aus dem Wasser irgendwie so Klingen rauskommen, aber... Ach Mann, ich will den nicht. Okay, Rückzug. Bis hinten lang. Ich hatte gehofft, der verschwindet, wenn ich einen neuen Freund... Jetzt warum schlägst du nicht meine Freunde? Fahren schon wieder mit den Autos und denken, sie wären's. Heil mich mal. So, Essen auf Rädern. Wow, 16 Schaden. Die Freunde hauen ja richtig rein. Du mal Pisser. Da sind halt Tanks. Machen keinen Schaden. Doch, Tanks müssen Schaden machen. Was steht denn da noch? So, kam man über dieses Scheißding nicht auch irgendwie nach die Stadt Clockwork irgendwie rein? Da ist eine große Treppe, müssen wir da hoch? Ich sehe drei Gegner, die schaffen wir. Elite-Champion. Was, wo? Hä? Hey. Stimmt doch gar nicht, da bist du für eine Scheiße. Was los ist du? Ich hab's nur so gesagt. Weil du sagst, wir schaffen die und dann sind's Elite. Hallo, ich bin viel sein können. Hi, mein Freund, der steht da ein bisschen geistig behindert. Ich frage mich auch, wie das Zeug unter Wasser noch explodieren kann, aber wenn ich so scroll, ist das Wasser weg, dann funktioniert das wieder. Wasser da, Wasser weg. Wasser da, Wasser weg. Wasser da, Wasser weg. Voll die grüne Plörre. Ist nicht, dass das Wasser ist und nicht irgendwie, was weiß ich, Götterspeise oder sowas? Ist die nicht auch grün? Nee. Nee, was ist grün? Grüne Grütze. Nee, ja, genau. Rote Grütze. Wackelpudding, genau. Geschmack Waldmeister ist das. Der Speise ist doch auch grün, oder? Oder wie siehst du? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Das Problem ist, man kann diese scheiß Kanalisation ja keine extra Karte machen. Das ist schlecht. Aber ich glaube, die Kanalisation kann man dann in...
in Cloudworks an, also in der richtigen? Oder mussten wir dazu noch eine Quest abschließen? Ich bin mir nicht sicher. Egal, lassen wir die Pfeifen da umpfeifen. Hol die Trillerpfeife raus. Ich kann meinen Freund mal wieder nicht. Mein Freund der Penis ist. Jetzt kann ich jetzt schön schnell heilen schon. Ganz wichtig. Du musst sterben. So. Habe ich noch Tränke für dich? Schädel des Professors, gut. Vorher muss ich aber erstmal verkaufen, bevor ich das abgebe. Und ich muss Rüstung herstellen, noch irgendwie weiter skillen. Wie weit kann man das überhaupt skillen? 10? Meistens auf 10, ja. Manchmal auch nur auf 5 oder 1. Was ist das hier? Tierleder, das ist ein Wiezen. Kann ich alles mitnehmen. So, wo geht's denn da hin? Mehr Räder. Hey, wir haben hier eine Tür. Kennst du das Spiel noch? Diablo oder was? Oh, hier, die Tür ist ein bisschen größer, hier passen mehrere durch. Ja. Ess mal ein bisschen mehr, werd mal richtig fett. Jetzt beschwöre ihn, verstehst du? Wenn sie schon da sind. Macht ja nichts. Stimmt, die machen nichts. Also, die Freunde jetzt. Also, diese Goblins müssen sich auch wie gerädert fühlen, so wie die aussehen. Also, bei diesen Goblins drehe ich aber bald am Rad, du. Kommst du auch manchmal wieder das dritte Rad am Wagen vor? Ja. Immer wenn wir zusammenspielen, ne? Ja, wir sind ja bloß zwei Leute zum Glück. Ich brauche mehr Stärke für bessere Ausrüstung. So, den Rest, ich glaube, die hatten mal einen schweren Unfall. Die Goblins. Wieso das denn? Ja, weil der Hinterleib fehlt sozusagen und die Beine. Das haben wir doch mit Absicht abgeschnitten, so. Schön, wie der eine in die andere Richtung rennt und dabei stecken bleibt auch noch. Das ist großartig. Halt dich mal, ne? Ich dachte, das machst du schon die ganze Zeit. Ja, ab und zu mal, nicht immer. Hier, ich habe einen Energietrank für dich. Manchmal lässt du dich auch einfach sterben. Hm, hab ich schon gemerkt. Jetzt noch weiter nach oben. Ist das jetzt ein gutes? Okay, links 3, rechts 3. Ganz rechts sind auch 4. Oder? Ring. Völlig nutzlos, aber hey. Eine Plattenrüstung. Also das Rezept dazu. So, ich habe einen Ohrring, der keinerlei Nutzen hat. Gut, los geht's. Ich glaube, ich treffe den nicht. Jetzt vielleicht. Jetzt. Habe ich gerade eben 300 Schaden gemacht? Respekt, so. Vielleicht ein Krieg. Kann passieren. Ja,
Ich habe gerade noch 600, 700 Erfahrungspunkte. 700 bitte. Gib mir mal 700, du scheiß Plünderer. 67, ja, nicht ganz 100. 73. Hä, hey, was? 73 gehabt, ja. Achso. Ist aber gut ausgerechnet. Und jetzt berechnen wir die Quadratwurzel aus 65 hoch 23.